yeah, Elektrostrott. Ich habe meine Platinen von Seed Studio bekommen. Oh, geil. Und jetzt baue ich den Exoproc zusammen. Und dann dürft ihr euch anschauen, ob er funktioniert oder nicht. Aber ich sage euch schon mal eins. Wenn ich was mache, das geht. Ich habe heute nicht nur einen neuen Camcorder bekommen, sondern endlich sind auch meine Platinen von Seed Studio geliefert worden. Ich halte das mal hier so in die Kamera. Yay! Fantastisch. Die habe ich vor ewigen Zeiten bestellt. Am Ende dieses Filmchens werde ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen, was das für eine unglaubliche Aktion war. Und jetzt sind sie endlich geliefert worden. Meine Exoproc-Platinen. So, schauen wir mal rein. Kann ich mal genauer zeigen. Nämlich hier. Das ist das Platinchen. Es handelt sich dabei um eine Platine, die, wenn sie vollständig bestückt ist, folgende Sache hat. Da kommt ein Attiny 85 rein und zwei Analog-Multiplexer. Und an einem zusätzlichen Socket, der hier drauf kommt, kann man dann ein Adapterkabel anschließen. Das ist was selbstgebautes, das sieht so aus. Eine ziemlich bitterlich triviale Angelegenheit. Im Grunde genommen sind das nur zwei Platinenbruchstücke, wo man hier so Pins hat, die man halt in Socket stecken kann. Und das muss man sich dann so vorstellen, dass dann hier ein Socket dran ist. Kommt das Kabel hier drauf und was man dann machen kann, ist, dass man hier so einen Programmierheader draufstecken kann und dann kann man den Attiny programmieren und während des Programmiervorgangs wird durch die Analog-Multiplexer werden die SPI-Leitungen komplett von dem hier angeschlossenen, von der eigentlichen Schaltung isoliert, so dass man also den Attiny programmieren kann, ohne dass man damit die Schaltung irgendwie beeinflusst. Praktische Angelegenheit, ich verlinke die gesamten Eagle-Files und den Kram, die habe ich alle auf GitHub gestellt, packe ich einen Link unter das Video. Oh. Und was ich jetzt machen werde, nachdem ich lange, lange Zeit auf diese Platinen hier gewartet habe, ist, dass ich die Platinen jetzt einfach mal zusammenlöte. So, die benötigten Teile habe ich mir hier alle schon mal so mehr oder weniger zurechtgelegt. My trusty Lötstation, der Abstreifer, der Mülleimer und wie sich das so gehört, wenn man sowas baut, habe ich mir die ganzen Teile vorher auch schon zurechtgelegt, sodass es jetzt kein großes Rumgesuche mehr gibt. Die Mise en Place des Elektronikers. So, ich zoome euch mal ein bisschen näher rein. Ja, sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Der Lötkolben wird gerade heiß. Ich fange schon mal an und bestücke, wie sich das gehört, zuerst mal die flachen Sachen, wo ich habe hier die Protze schon reingesteckt. Nummer uno. Nummer due. Das ist kein Scherz, ich habe die Platine tatsächlich so gelayoutet, dass man sie sich optimal zum Verlöten hinlegen kann. Das war tatsächlich mit so ein bisschen Überlegung, bevor es losging. Dann wollen wir doch mal. Der erste Analog-Multiplexer mit seinem Sockel ist korrekt eingelötet, so auf der richtigen Seite. Machen wir jetzt den zweiten. Also ich muss sagen, diese Platinen von Seed Studio lassen sich astrein löten. Also die Verzinnung hat super geilen Kontakt. Der Lötstopplack funktioniert prima. Also ich bin echt angetan, das ist, wenn man bedenkt, dass die wirklich die günstigsten Anbieter sind, die ich jemals gesehen habe, sind die Platinchen echt fantastisch.
War auch richtig rum. So, jetzt rächt es sich, dass ich doch die beiden Chips da schon reingebaut habe. Als nächstes kommt der Sockel für den Tiny. Aus irgendeinem Grund habe ich die ganzen ICs hier schon in die Sockel vorher reingesteckt. Das war eigentlich nicht so schlau. Auch nochmal raus. Dann löte ich den jetzt ein. Und zu guter Letzt kommt noch der Sockel dran, wo dann das Kabel zu der eigentlichen Schaltung dran gehört. Ich halte das mal in die Kamera, so sieht es bis jetzt aus. Und jetzt kommen noch mal ein paar passiven Bauteile drauf, das sind nicht sehr viele. Ich fange mal an mit dem einen Widerstand, den ich habe. Da kommt so ein 10 Kilo Ohm Widerstand rein. Und zwar hier. Das ist letztendlich der Pull-Up-Widerstand für die Reset-Leitung. Sauber. Hoppala, ne? Sauber abgeknipst. Dann haben wir hier noch drei Stück Kondensatoren. Die sind allesamt 100 Nanofarad. Das sind einfach nur die Blockkondensatoren für die ICs. Ich muss es gerade mal schauen. 104, 104, 104. Das sind alles 100 Nanofarad. Passt. Kleiner Trick, um diese Beinchen auseinander zu biegen, ist so eine Flachzange der absolute Knaller und schon kann man das Zeug vernünftig verlöten. Das sind die Keramikkondensatoren. Da schneide ich jetzt auch noch sauber die Beinchen runter. Und als letztes kommt noch der Stecker für die Programmierung. Das ist so der typische sechspolige Pfostenstecker-Fuba, den man halt für diese Programmierungsdinger hat. Fertig. So. Das war's auch schon. Gar nicht so einfach, das hier richtig vor den Camcorder zu halten. So, das ist die Rückseite. Das ist die Vorderseite mit allen Bauteilen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig, dass ich es bestücke. Das mache ich als nächstes. Ich finde es immer gar nicht so einfach, diese ICs so in die Socke zu bringen, dass keine Beinchen abgebrochen werden. Scheiße, ich habe es natürlich mal wieder geschafft, dass ich ein Beinchen abgeknickt habe. Passiert mir laufend. Aber ist ja kein Problem. Das kann man noch gerade biegen. Und sogar wenn es nicht so wäre, von den Chips habe ich mir noch ein paar mehr gekauft, weil ich wusste, dass mir sowas passieren würde. Das wäre gerade. Jetzt kriege ich das Ding aber da rein. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Jetzt die Nummer 2.
Die beiden Analog-Multiplexer sind drin. Jetzt fehlt nur noch unser Tiny. Tiny ist auch drin, Exoproc ist vollständig bestückt. Als nächstes werde ich mal ausprobieren, ob es auch tatsächlich funktioniert. So, hier sieht man jetzt den gesamten Aufbau. Ich habe das mal an ein Breadboard gesteckt. Eine kleine Besonderheit ist, dass die Spannungsversorgung, die hier über dem Programmer, das ist übrigens dieser hervorragende Gulo-Proc vom Gulo-Shop, die Spannungsversorgung versorgt hier den Prozessor, also den Mikrocontroller. Aber für die Schaltung auf dem Breadboard habe ich hier nochmal eigenen Strom, weil ich die 5-Volt-Leitung hier nicht durchgeschleift habe. Hintergrund ist der, wenn man eine Spannungsversorgung für seine Schaltung hat und den Programmer noch mit dran hat, es ist immer so eine Frage, woher kommt jetzt der Strom hier oder da und gibt es dann irgendwie Konflikte, und deswegen ist es hier eindeutig getrennt. Also die Masseleitung ist natürlich auf die Masseleitung hier mit draufgelegt, aber die Plus-5-Volt-Leitung geht nicht über dieses Kabel hier irgendwie mit durch auf den Plus-5-Volt, sondern das kommt dann hier unten eigens. Ja. Ist ganz bewusst so gemacht. So, was ich jetzt gemacht habe, kann ich mal ganz kurz zeigen. Aus lauter Faulheit habe ich mir jetzt nicht die Mühe gemacht, den Filmschnipsel hier vom Bildschirm zu capturen und reinzuschnippeln, sondern das müsst ihr jetzt mal einfach abgefilmt angucken. Was man hier sieht, ist im Eclipse einfach nur der Code für den ganz normalen LED-Blinker, den man halt bei den Prozessoren so macht als Hello World, sage ich mal. Und das kompiliere ich jetzt. Es funktioniert. Und dann lade ich es auf den Mikrocontroller hoch. Das hat auch funktioniert, wie man sieht. Und wie man sehr schön sehen kann, blinkt das Schätzchen, macht also genau, was es soll. Man achte jetzt mal drauf, ich lade jetzt das Programm einfach nochmal hoch, nur damit man hier sieht. Zwischendurch ist die LED zwar mal kurz ausgegangen, aber sie hat nicht geflackert. Und die LED, die hängt hier tatsächlich an einem von den Datenleitungen von dem Mikrocontroller. Das heißt, normalerweise hätte die tatsächlich rumgeflackert bei dem Hochladevorgang. Passiert jetzt nicht, weil eben mein Exoproc die Leitung zum Programmieren komplett von der Schaltung, die man da hat, trennt. Und das ist eine verdammt praktische Angelegenheit, wenn man an dem Mikrocontroller so ein paar empfindlichere Sachen hängen hat, auf die nicht einfach beliebige Signale drauf geworfen werden dürfen. Fällt mir sehr gut. Damit hätten wir mal wieder eine Folge hinter uns gebracht. Ich danke euch fürs Zuschauen und möchte vielleicht noch ganz kurz erzählen, was es mit diesem Seed Studio Kram auf sich hat. Die Platine von dem Exoproc war die erste Platine, die ich mir selber zusammengebastelt hatte und mit Eagle designt habe und die auch was tun sollte. Und um die herstellen zu lassen, habe ich einfach die Dateien bei Seed Studio hochgeladen. Die URL verlinke ich unter dem Video hier. Und normalerweise wartet man dann 3 Wochen und dann hat man die Platinen. Naja, in dem Fall nicht. Das Problem war nämlich, die Sachen kamen einfach nicht an. Im Paket-Tracking stand drin, ja, Singapur Post hat es in Frankfurt abgeliefert und da lag es dann. Da habe ich mich irgendwann mal bei DHL gemeldet und habe die gefragt, was die Scheiße eigentlich soll. Und dann haben mir die Leute von DHL gesagt, ach ja, das haben wir zurückgeschickt. Wieso haben sie das zurückgeschickt? Ja, sagt DHL, das steht auf dem Aufkleber auf dem Paket. Da sage ich, das ist aber toll, dass das auf dem Aufkleber draufsteht, den sehe ich ja auch super gut, wenn es gerade wieder zurück auf dem Weg nach Singapur ist. Na doll. Langer Rede, kurzer Sinn, der Rücksendeweg nach Singapur hat mal eben 2 Monate gedauert. Dann haben sich aber die Leute von Seed Studio sofort bei mir gemeldet und haben gesagt, ja, hier, Kram ist wieder angekommen, was sollen wir machen, wollen Sie einen Refund, sollen wir es Ihnen nochmal schicken? Habe ich gesagt, schickt es mir nochmal, und dann war es innerhalb von 10 Tagen da. Also, das hat definitiv DHL versaut. Wenn ihr Platinen irgendwie so machen lassen wollt, empfehle ich euch definitiv die Typen von Seed Studio, weil die machen sehr, sehr schöne Platinen. Die sind gut lötbar. Muss ich wirklich sagen, das Material beeindruckt mich, ist fein. Und die Preise sind unschlagbar. Also ich habe, glaube ich, für 10 von diesen Exoproc-Platinen, wenn mich nicht alles täuscht, $17 oder so bezahlt. Also für den Preis kann man im Grunde genommen statt Notizzetteln die Sachen mit Eagle aufschreiben, auf Platinen basteln lassen und die nach einmaligem Gebrauch wegschmeißen oder so. Ja, okay, vielleicht nicht ganz so krass, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Na gut. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, mache ich mal wieder einen Teardown. Und ich habe ein richtig cooles Gerät zum Kaputtmachen. Macht's gut. Bis dann.